Hallo und herzlich willkommen zu unserem Adventskalender 24 Mal Weihnachten neu erleben. Heute öffnen wir das Türchen Nummer 11. Was verbirgt sich wohl dahinter? Heute geht es um ein schönes, altes Weihnachtslied. Ein Lied, das jeder von uns schon einmal gesungen oder zumindest gehört hat. Und ich denke, jeder Künstler hat es auf seiner Weihnachts-CD und ist ein fester Bestandteil in seinem Weihnachtsprogramm. Es geht um das Lied O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Habt ihr das Lied früher unterm Tannenbaum gesungen? Erinnerst du dich noch an Weihnachten in deiner Kindheit? Weihnachten, also der Heiligabend, fand bei uns immer in der engen kleinen Dachgeschosswohnung unserer Großeltern statt. Und wir waren da eine Menge Leute. Und nach dem Essen hat der Opa immer die große schwarze Bibel hervorgeholt, hat sie aufgeschlagen, hat die Weihnachtsgeschichte gelesen. Danach haben wir dann gesungen. Ich glaube, alle alten und schönen Weihnachtslieder und immer auswendig und immer ohne Instrumente, ohne Playback. Und wir haben natürlich auch gesungen, O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und ich glaube, danach gab es die Bescherung. Was weißt du über das Lied oder über den Verfasser? Bevor wir uns mit dem Lied beschäftigt haben, hätte ich vermutet, dass der Verfasser es in einer sehr fröhlichen, ausgelassenen, heiteren Stimmung geschrieben hat, so vielleicht mit dem Blick auf den Weihnachtsbaum oder in leuchtende Kinderaugen, die schon die Geschenke fest im Blick haben. In Wirklichkeit war es aber ganz anders. Das Lied stammte aus der Feder von Johannes Falk. Er lebte von 1768 bis 1826. Er wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Er konnte nur bis zu seinem 10. Lebensjahr in die Schule gehen, dann musste er Geld verdienen. Auf Drängen und mit Unterstützung eines ehemaligen Lehrers konnte er aber das Gymnasium doch noch besuchen und dann abends arbeiten. Als er zum Studium nach Halle abreiste, gab ihm sein Lehrer einen sehr wichtigen Satz mit, der sein Leben prägte. Der Satz lautete: Wenn ein armes Kind an deine Tür klopft, dann vergiss nicht, dass du selbst einmal ein armer Junge warst. Nach seinem Studium heiratete er und sie bekamen Kinder. Dann trat eine große Typhusseuche auf und er verlor 4 seiner Kinder und erkrankte selbst. Von allen Seiten kam ihm das Elend entgegen, denn eine Hungersnot war ausgebrochen. In dieser Situation kam sein Glaube an Gott zum Durchbruch. Er erinnerte sich an die Worte seines Lehrers und auch an sein Versprechen, armen Kindern zu helfen. Er sammelte vernachlässigte Waisen auf der Straße auf, er nahm sie in seinem Haus auf und versorgte sie. Viele heimatlose, elternlose, verwahrloste Kinder kamen zu ihm nach Weimar. Teilweise hatte er bis zu 30 Kinder in seiner Wohnung aufgenommen. Als es noch mehr wurden, gründete er ein Waisenhaus. Die Kinder wurden gut versorgt und nach christlichen Maßstäben erzogen. Johannes Falk wusste, dass nur erfahrene Gottesliebe echte Geborgenheit gibt. Man sagte, in Falks Haus gab es 3 Schlüssel: einen zum Brotschrank, einen zum Kleiderschrank und einen Himmelsschlüssel. Leider verstarben noch weitere 2 Kinder von ihm. Spätestens jetzt wird klar, dass ihm das Leben sehr hart zugesetzt hat. Man hätte es verstanden, wenn er sich von Gott abgewandt hätte oder wenn er nur traurige Lieder geschrieben hätte. Aber nein, so war es nicht. Am Weihnachtsfest 1816 überraschte er seine Kinder mit einem fröhlichen Weihnachtslied. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit war geboren. Diese Entstehungsgeschichte ist schon wirklich sehr berührend und wert, dass man sie kennt. Und ich musste an Hermann Gmeiner denken, den Gründer der SOS Kinderdörfer, der einmal sagte: Alles Große in der Welt ist entstanden, weil irgendjemand mehr tat, als er unbedingt tun musste. Und Johannes Falk hätte das alles nicht tun müssen, vor allem angesichts der Hungersnot oder seiner eigenen tragischen Familiengeschichte. Aber er hat Hunderten von Kindern ein neues Leben und eine neue Würde und einen neuen Wert gegeben. Er hat sie quasi adoptiert
wie ein Vater. Und Jesus hätte auch nicht auf die Erde kommen müssen. In unserem Lied heißt es, Welt war verloren und Christ ist geboren. Jesus kam an Weihnachten auf die Erde zu uns Menschen. Er hat damit so viel mehr getan, als er hätte tun müssen. Er hat dadurch auch vielen Menschen einen neuen Lebenswert und ein neues Leben, eine neue Würde geschenkt. Und ich glaube, das ist auch so eine Aussage dieses Liedes. Gutes entsteht, wenn jeder von uns immer wieder mal etwas Gutes tut. Etwas tut, was er gar nicht unbedingt hätte tun müssen. Aber wenn wir es tun, wenn wir Menschen helfen und unterstützen, geben wir ihnen etwas von diesem großartigen Weihnachtsgeschenk Gottes weiter. Die spannende und bewegende Geschichte des Liederdichters berührt mich wirklich. Und wir beide hatten deshalb die Idee, dieses Lied hier und heute mitzusingen. Wann immer du diesen Clip siehst und hörst, sing einfach mit. Die tolle Sache ist, niemand hört dich, niemand stört dich und du darfst sogar ganz ohne Maske singen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir laden dich ein, bei dem folgenden Video einfach mitzusingen und freuen uns, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es heißt 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und in diesem Sinne wünschen wir dir eine schöne, segensreiche und gnadenbringende Weihnachtszeit. Thank you.